Бочка бас колбасит соло, колбасер по пояс голый. Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuesten Video. Leute, letzte Woche hat Nintendo ja ein Riesenprojekt angekündigt. Es hieß, wir arbeiten gerade an einem Riesenprojekt und das soll wirklich den Rahmen sprengen. Natürlich, wie viele Fans, war ich natürlich auf ein geiles Remake wirklich gehypt. Auf ein Sinnoh-Remake oder auf ein Let's Go Johto oder sonst was. Wirklich, ich habe mich echt auf ein Sinnoh-Remake gefreut, weil Sinnoh-Remake wäre einfach, hätte den Rahmen komplett gesprengt. Aber Nintendo hat jetzt was komplett Neues angekündigt. Was eine Überraschung. Nämlich Pokémon Unit. Pokémon Unit ist sehr an LOL und WoW angelehnt. Du hast nämlich quasi 5 Pokémon in deinem Team. Wie du diese Pokémon in dein Team bekommst, konnte ich nicht aus dem Trailer entnehmen. Aber Fakt ist, du hast 5 Pokémon in deinem Team und musst gegen die 5 Pokémon auch von deinem Gegner auf einer bestimmten Map kämpfen. Diese Pokémon, die du in deinem Team hast, starten auf Level 1. Ich hätte fast 2 gezeigt. 1. Auch auf der Map existieren viele Pokémon, wie zum Beispiel Taubsi, Habitak, Radfratz und so weiter. Deine Pokémon besitzen auch Attacken. Du musst deine Pokémon quasi trainieren, dass sie stärker werden. Deine Pokémon entwickeln sich auch im Laufe des Spiels, allerdings nicht auf Level 16 und 36, wie zum Beispiel Glumanda oder Shiggy. Nein, Glumanda entwickelt sich, soweit ich weiß, ab Level 4 und ab Level 11 zu Glurak. Also das System ist ein bisschen anders als das normale Pokémon-System. Da gibt es natürlich auch die normalen Pokémon-Attacken auch, die du halt am Anfang erst hast und dann kommen noch weitere dazu. Zudem kommen noch sogenannte Unit-Finisher, also sogenannte Unit-Attacken, die auch sehr stark sind und auch einem Glurak zum Beispiel das ermöglichen können, ein Pokémon wie zum Beispiel Gyarados oder ein Turtok zu besiegen. Also sogenannte extrem starke Finisher. So, also das ist so ein bisschen an League of Legends und World of Warcraft angelehnt. Ich persönlich muss sagen, ich bin von dieser Idee überhaupt nicht begeistert. Ich finde die Idee ganz okay, dass man sagt, okay, wir nehmen einfach ein Spiel wie zum Beispiel League of Legends und versuchen das so ein bisschen nachzumachen, dass man halt, dass die Pokémon laufen und das andere Team besiegen. Also es gibt auch sogenannte, ich weiß nicht, ob man das Stützpunkte nennen kann, aber sogenannte Save Points gibt es und sogenannte Außenposten kann man das sagen. Und die musst du quasi einnehmen, wenn du, soweit ich weiß, alle eingenommen hast, es gibt glaube ich 10 auf der Map, und wenn du alle 10 eingenommen hast, dann hast du gewonnen. Natürlich kommt es immer so hin und her, weil der Gegner natürlich auch deine einnimmt und du musst auch noch seine einnehmen. Und naja, es ist ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, das ist im Groben des Spiels. Die Pokémon laufen rum, du gibst ihnen sogenannte Befehle, dass sie Attacken einsetzen sollen gegen das und das Pokémon und haben natürlich auch Leben und Attacken. Was ich jetzt wirklich sagen muss, Nintendo, warum habt ihr wirklich jetzt ein komplett neues Genre angefangen? Wirklich, also versteht mich nicht falsch, ich finde die Idee ganz gut, auch dass das Spiel kostenlos ist und man es auch auf dem Handy spielen kann, weil man es halt im Play Store runterladen kann und es kostenlos ist. Wenn du im Spiel Dinge kaufen willst, dann kosten sie erst, aber allgemein ist das Spiel kostenlos. Das finde ich schon mal sehr gut. Aber das einfach, dass sie auf ein komplett neues Genre gegangen sind, so League of Legends, WoW-like, das verstehe ich nicht. Schon als Nintendo letzte Woche gesagt hat, dass sie ein neues, großes Projekt angekündigt haben, boah, da war ich so gehypt und dachte mir so, ey, wenn jetzt das Sinnoh-Remake kommt, das wäre wirklich ein so riesen Hype, das würde so ein Hype auslösen, wirklich, das würde jeden Kopf sprengen, das wäre ein so kranker Hype. Aber leider haben sie einfach ein komplett neues Genre angefangen. Ups. Und Leute, ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe nicht, warum Nintendo einfach ein komplett neues Genre anfängt. Sie hätten so gut auch Let's Go Johto nehmen können. Das wäre genauso geil gewesen. Aber warum nehmen sie ein komplett neues Genre? Ich verstehe es nicht, wirklich. Also versteht mich nicht falsch. Ich finde die Idee auch ganz gut. Auch, dass es kostenlos ist und dass es jetzt auch auf den Handys erscheint. Die Idee finde ich gut. Nur das heißt, ein Riesenprojekt und ernsthaft, und dann kommt sowas, so League of Legends-like. Also, zugegeben, ich weiß nicht, wie groß das Spiel wird.
Laut im Entwickler sehr groß, aber hätten sie nicht was anderes machen können? Let's Go Johto oder Sinnoh, vor allem Sinnoh Remake. Darauf warten doch die Fans. Mach doch endlich ein Sinnoh Remake, Nintendo. Darauf warten doch die Fans. Warum macht ihr denn keins? Ich warte darauf und Millionen Fans warten doch schon drauf. Auf ein Sinnoh Remake. Und am besten noch mit neuen Mega-Entwicklungen. Denn wirklich, ich kann euch sagen, wenn ein Sinnoh Remake rauskommt, bin ich der Erste, der im Laden steht und es kauft. Am ersten Tag. Und wenn dann noch irgendeine Scheißentwicklung dazu kommt, wie diese Giga Dynamax Pokémon oder was weiß ich, ich will nur ein Sinnoh Remake mit neuen Mega-Entwicklungen. Leute, es gibt so viele Pokémon, die auf eine Mega-Entwicklung warten. Togekiss zum Beispiel, Markbrand, Elevoltek, die Sinnoh-Starter, Panferno, Empoleon, Chelterra. So viele Pokémon, die wirklich eine Mega-Entwicklung verdient haben. Und dann passt es doch perfekt, wenn ihr ein Sinnoh-Remake macht. Warum macht ihr kein Sinnoh-Remake? Warum ausgerechnet so League of Legends, World of Warcraft? Verstehe ich nicht, wirklich. Es kommt nicht in meinen Kopf rein. Warum? Oh, also, wirklich, ich wollte mich nicht drüber aufregen. Ich wollte mich wirklich nicht drüber aufregen. Aber es regt mich einfach auf. Das heißt, ja, wir haben ein Riesenprojekt am Start. Und ich dachte mir, Alter, geil, die haben ein Riesenprojekt am Start. Das muss ja richtig heftig werden. Das muss wahrscheinlich ein übel geiles Remake werden, wenn die so. Das muss auch geiles Spiel sein. Und dann hauen die sowas wie League of Legends raus. Alter, ernsthaft jetzt. Also wirklich enttäuscht bin ich da schon. Ich bin da wirklich ein bisschen enttäuscht davon. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin da wirklich enttäuscht von Nintendo. Hätten die nur gesagt, ja, wir machen eigentlich noch, wir haben ein Projekt, nicht unbedingt kleines, aber wir arbeiten gerade an einem neuen Projekt. Vollkommen verständlich, okay. Aber das heißt, wir sind an einem riesen Projekt dran. Das haut alles weg. Da denke ich mir, super, das muss halt extrem, dieses Projekt muss ja alle Fans glücklich machen. Das wird ja so heftig. Ja, und dann kommt League of Legends und World of Warcraft in Pokémon. Super, das ist geiles Projekt, du. Also Nintendo, wirklich, wenn ihr mich glücklich machen wollt, dann haut bitte ein Sinnoh Remake raus. Vielleicht nicht jetzt oder in einem halben Jahr, aber mindestens in einem Jahr haut bitte ein Sinnoh Remake raus. Wirklich, das würde so viele Fans einfach so glücklich machen. Haut es einfach raus, ihr habt doch alle Zeit. Die eine Hälfte macht da halt dieses Pokémon-Ding halt, das Pokémon-Unit. Und die andere Hälfte macht halt ein Sinnoh Remake. Ihr habt doch genügend Arbeiter. Ich hab jetzt mal das scheiß Mikro um. Und, also wirklich, ihr habt doch genug Arbeiter. Die einen machen Sinnoh, die anderen machen Unit. Wäre das wirklich zu viel verlangt? Wirklich, das ist, also gut. Ja, liebe Freunde, falls euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, da unten ist der Abo-Knopf. Und ich würde sagen, Leute, bis zur nächsten Woche. Haut rein und ciao.